Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. So, wir sind unterwegs zum haarigen Bären, um unser Inventar mal aufzuräumen. Mal sehen, was wir da alles so drin haben. Zum haarigen Bären. Der haarige Bär. So. Der Schankwirt. Du Southbolt. So, was brauchen wir denn nicht? Das hier können wir wegtun. Das. Da haben wir jetzt 10. Ja, 15 schon. Wow. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Oh, was habe ich denn jetzt alles weg? Den möchte ich schon mitnehmen, den auch. Den nehme ich auch mit, beide. Unbekannter Trank. Den nehmen wir auch mit. Erdbeeren, Blaubeeren. Einen Schleifstein wollte ich nochmal mitnehmen. Das kann ich wegtun. Katze. Was ist das denn? Bernstein. Das hier brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Jo. Das brauche ich nicht. 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 Was haben wir hier denn noch? Ein Silberring. Okay. Ich glaube, das mache ich dann irgendwann in der Folgenpause mal. Das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, das durchzulesen. Rune der Erde. Was bringt mir die denn? Ne, brauche ich nicht. Gut. Habt ihr euch entschieden? Kaufst du mir was ab? Hat. So viel brauche ich nicht davon. Naja, mal gucken. Ich bin ja so schlau. Das hört man aus deiner Stimme, ja. Okay. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Stadtkerker. Wobei, nee, das können wir ein andermal machen. Jetzt möchte ich gern hier mal was gucken. Und zwar mit dem Malmstein. Scheiße in den Stiefeln? Und erstmal in die Ecke pissen. Alles klar. Ist auch recht, wa? Schurke. Scheiß auf friedliche Koexistenz. Allerdings. So, Messer ist. Benutztes Ölschleifstein. Messer ist geschliffen. Alles klar. Ach so. Das hat eine bestimmte Zeit nur. Okay. Ja, gut, wenn ich das gewusst hätte, ne? Na, ist ja auch egal. So, der Bewahrer. Quest auf der Karte verfolgen. Oh. Oho. Trefflich. Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen unterhalten sich. Naja. So, auf zum Deich. Und dann mal wieder zu den Sümpfen rüber. Ich muss immer lachen, wenn ich das lese, die Hafenhure. Nee, danke. Du willst ja nicht für 60 Orens. So. Der Fährmann. Hund, geh weg. Alter, block mich nicht. Alter, bist du scheiße im Kopf. Weg hier. Muss ich den Hund vorbeilassen, ja? Also, wo sind wir denn? Transportdienstleistung. Ja, ja. Bringt nicht die Zeit. Ja, komm, mach. Wie oft?
Wie oft man da klicken muss, damit man da mal losfährt. Das ist doch bescheuert. Im Wald in den Sümpfen, so. Ja. Ein neuer Kunde? Nö, du hast mich hier gerade hergebracht. Was gibt's? Lebt wohl. Ich brauche noch einen Wolfspelz und den muss ich mir nachher noch besorgen. Ja, wo muss ich überhaupt hin? Darüber. Das sehen wir mal, dass wir ein bisschen schneller laufen. Halt, in diese Richtung. Ah, so jetzt. Ertrunkene. Die mich nicht schlagen können. Ja, wieder die schöne Kampfmusik. Jetzt geht sie gleich wieder los. Okay, so, da müssen wir hin. Da sehe ich schon die Blitze. Ja, aber ich muss woanders hin. Muss ich etwa zu den Orden? Tatsächlich. Kundschafter des Ordens. Oh. Oh. Die haben ein bisschen was hier rumliegen. Was ist das denn? So, hier das. Da habe ich doch noch ein Krähenauge gesehen. Ach, da geht's direkt zu den Druiden rein. Auch cool. Okay, die haben ganz schön viele Kräuter hier. Nieswurz. Weiße Myrte. Und ein Krähenauge. Und da hinten sind Wölfe. Wölfe, Wölfe, Wölfe. Da muss ich hin. Hier kann ich wieder die Axt nehmen. Sehr schön. So, wir sind nicht mehr im Kampf. Ich möchte bitte die Überreste einsammeln. So. Und jetzt kommt hier noch einer. Bam, bam. Und bam, bam. So, nicht mehr im Kampf. Überreste. Hier, so. So. Dankeschön. Okay, hier hinten die weiße Myrte nehmen wir noch mit, aber dann schließen wir mal die Quest ab. Die nehmen wir noch mit. Und jetzt aber auf zur Quest. Wo ist denn der Kollege? Zu wem muss ich überhaupt? Was gibt es? Ich kann Yevin nirgendwo finden. Was geschah mit ihm? Er schloss sich den anderen Elfen an, die im Sumpf leben. Wo kann ich ihn finden? Ich habe keine Ahnung. Super, danke für die Information. Boah, Alter. Oh, Moren, hallo. Noctimite. Gwynblade. Gwynblade. Was heißt das? Weißer Wolf. Ihr kennt mich? Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr wisst vielleicht mehr als ich selbst. Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Manche Dinge vergisst man besser. Dennoch empfinde ich Mitleid mit euch. Könnt ihr mir helfen? Leider nicht. Meine Schwestern aus dem Brokilon könnten vielleicht helfen, doch die sind in weiter Ferne. Ach, die hat mir noch viel zu erzählen. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder.
Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Unsere Bogenschützen sind unübertroffen. Aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotzen, die die Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat? Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für ihre Unabhängigkeit kämpfen? Diese Kinder? Die haben den Sinn des Kampfes längst vergessen. Dürsten nur nach Blut und Rache und empfinden nichts als Verachtung für die Menschen. Sie erkennen nicht, dass sie den Menschen damit immer ähnlicher werden. Wir verteidigen lediglich unsere Heimat, Gwynbled, und trachten nicht danach, die Menschen ins Meer zu treiben. Warum schließt ihr keinen Kompromiss mit den Menschen? Ihr legt alle Konzessionen als Schwäche aus und haltet jeden Akt des guten Willens für eine Falle. Ihr werdet unsere Andersartigkeit niemals akzeptieren. Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat, Idline unsere Herrin. Wir leben im Einklang mit der Natur, gleiten durch das Dickicht und kennen die Geheimnisse des Waldes. Seid ihr glücklich? Wir haben Freuden und Sorgen, genau wie die Menschen. Doch unser Ende ist nahe. Der Krieg mit den Menschen dauert an und unsere Art schwindet dahin. Na super. Was macht ihr denn hier? Das ist ein Geheimnis. Und ich nutze die Gelegenheit, um diesen Hain mit seinen alten, wunderschönen Bäumen zu besuchen. Okay. Lebt wohl. Ich möchte wieder zurück. Ja, dann geh doch. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich muss in die Sümpfe gehen, okay. Ich muss zu den Druiden in den Sümpfen gehen, um herauszufinden, wie ich einen Sturm erschaffen kann. Okay, gehe ich mal zum älteren Druiden. Der kann mir bestimmt was sagen. Ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja, aber nicht mit Gewalt. Nun, ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt... Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Ohren. Das ist zu viel. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. Boah. Ich komme wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Was gibt's? Ihr Druck. Nein. Dennoch. Nein. Nun, das. Ich. 500. Das ist alles. Ja. Na gut. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Hier sind 500 Orens. Ich warte auf meinen Sturm. Das ist kein Kinderspiel. Ich bin kein gewöhnlicher Magier, der Stürme mittels absurder Steinsäulen beschwört. Was für Säulen? Jeder Magiewirker kann die drei Steinsäulen auf dem Golem-Totenacker aktivieren. Sie locken Blitze an. Vielleicht kann ich mit den Säulen den Golem aufwecken. Zum Glück befindet sich diese Kreatur außer Reichweite der Säulen. Es kann nur Unglück bringen, wenn man die Kräfte der Natur manipuliert. Wie werden die Säulen aktiviert? Berührt sie, wenn ihr einen Sturm anlocken wollt. Aber das ist äußerst gefährlich. Ein Augenblick der Achtlosigkeit kann euch das Leben kosten. Ich werde schon aufpassen. Lebt wohl. Ich kenne eure Absicht, Hexer, und würde einige dieser Tränke zubereiten. Trinkt sie, denn ihr werdet sie brauchen. Ein Hexer ohne Tränke ist nur ein halber Hexer-Druide. Ja, da ging es auch gleich zum Regnen los. Ich muss dem Golem den Blitzableiter in die Hand legen. Alles klar, das machen wir mal. Vorher klopfen wir uns dann noch die Tränke rein. Kippen sie auf Ex weg. Und dann sehen wir mal weiter. Jetzt auf jeden Fall mal zum Golem.
Okay. Also trink mir mal die Schwalbe. Alles klar. So, was haben wir denn dann noch? Nierenfett. Ja, den Wodka könnten wir uns auch reinballern. Ja, flupp. Jawohl. Den hauen wir uns dann auch noch rein. Wir haben... Lol. Moment. Nigredo-Tarank verbessert Reflexe und Reaktionszeit. Steigert die Chancen, Angriffe zu parieren und ihnen auszuweichen. Verbessert die Reflexe. Was ist da der Unterschied? Unbekannter Trank. Katze brauche ich nicht. Wildcards, den brauche ich noch. Und jetzt noch den Schneesturm hier. Der grüne Balken stellt die Körpertoxizität dar. Die Toxizität erhöht sich mit jedem eingenommenen Trank. Eine übermäßige Toxizität wirkt sich negativ auf Geralts Fähigkeiten aus und kann sogar zu seinem Ableben führen. Okay, reduziert die Toxizität, indem ihr euch ausruht oder einen Reinigungstrank trinkt. Okay, jetzt haben wir hier irgendwo unseren Questgegenstand, oder? Hier? Shit. Okay. Oh shit, 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 shit. So, jetzt mache ich hier mal einen Badass Cut. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei bei Let's Play The Witcher. Haut rein und ciao.